Hallo und herzlich willkommen zu iVersity. Mein Name ist Jonas Liebmann und ich stelle Ihnen im Folgenden kurz die Plattform vor. Hier können Sie sich schnell und kostenlos registrieren. Ich habe natürlich schon einen Account und logge mich deshalb einfach ein. Nach dem Einloggen landen Sie auf dem Dashboard. Das Dashboard ist gewissermaßen die Schaltzentrale von iVersity. Hier finden Sie unter Aktivität die letzten Neuigkeiten aus Ihren Gruppen, Konferenzen oder Lehrveranstaltungen, zum Beispiel ein Link, der hinzugefügt wurde, eine Mitteilung, die innerhalb der Gruppe geschrieben wurde oder wenn jemand der Gruppe beigetreten ist. Auf der rechten Seite finden Sie Ihre aktivsten Gruppen. Hier zum Beispiel eine Lehrveranstaltung. Lehrveranstaltungen sind im Wesentlichen in drei Bereiche unterteilt: in Termine, Material und in Aktivität. Unter Termine finden Sie die jeweiligen Sitzungen der Lehrveranstaltung. Bei Klick sehen Sie alle Materialien und Diskussionen, die diesem einzelnen Termin zugeordnet wurden. So können Sie sich am besten auf den zukünftigen Termin vorbereiten oder vergangene Termine nachbereiten. Unter Material finden die Teilnehmer des Kurses sämtliche Materialien des Kurses auf einen Blick, beispielsweise Literatur, Bilder oder Links. Sie können jeden einzelnen dieser Beiträge direkt kommentieren. Oder bei Dateianhängen können Sie diese herunterladen oder annotieren. Eine Funktion, die ich Ihnen kurz demonstrieren will. Hier wurde beispielsweise ein PDF im Kurs hochgeladen und durch einzelne Teilnehmer markiert. So können etwa wichtige Stellen hervorgehoben werden oder Fragen als Kommentar direkt zum Text gestellt werden. Diese Funktion nennen wir Social Reading, denn so kann der Kurs gemeinsam innerhalb eines Dokuments den Text bearbeiten, besprechen und vorbereiten. Zurück zum Kurs. Unter Aktivität finden Sie ähnlich wie im Dashboard die letzten Neuigkeiten des Kurses. Zusätzlich können Teilnehmer direkt Fragen, Ideen oder Mitteilungen posten und diese wiederum einzelnen Terminen zuordnen. Wir hoffen, dass Ihnen die Struktur von iVersity genauso sinnvoll erscheint wie uns. In jedem Fall freuen wir uns über Ihr Feedback, um die Plattform kontinuierlich weiterzuentwickeln.